Durch den ehemals längsten Tunnel Hessens geht's ins nordhessische Oberrieden. 565 Einwohner, darunter sogar Schönheitskönige und er. Mein Name ist Hans-Jochen Gastrock und meine große Leidenschaft sind Stöcke. Und dieser kunstvolle Stock passt zu der Kunst, die sich hinter diesen Mauern abspielt. Das ist nicht so, wie es aussieht. Nein. Ärger auf dem Campingplatz. Ein Hippie-Wohnwagen und ein FKK-Strand stören die gewohnte Idylle. Gerade läuft eine der letzten Proben. Donnerstag ist Premiere, wie immer ausverkauft. Alle 2 Jahre bringen die Oberrieder ein Theaterstück auf die Bühne und das schon seit 18 Jahren. Oberrieden ist scheinbar ein Völkchen, was gerne auf der Bühne steht und gerne zeigt, was es kann und hat Spaß dran, anderen Leuten zum Lachen zu bringen. Oder durch ihr Dorf zu führen, wie Hans mit seinen Stöcken. Ja, nicht nur an den Vatertagsstock gehört ein edles Tröpfchen. Auch bei seinem Freund Günther Lachnit gibt es hochprozentige Freuden, Obstweine und Liköre. Bis zu 1000 Liter produziert der Hobbywinzer pro Jahr. Früher hat der Rettungsassistent das Obst verkauft, dann brachen die Preise ein. Seither gibt es Obst in flüssiger Form. Apfel, Holunderblüte und diese besondere Kreation, Eberesche. Ein schönes Hobby ist das, ein ausgeglichenes Hobby. Man weiß, was man rausgemacht hat, weiß, wie es schmeckt und wie es ankommt. Klar, dass sich schon Freiwillige zum Testen versammelt haben. Seine Weine, eine regionale Spezialität. Obst wächst hier im nordhessischen Oberrieden besonders gut. Zwischen Burg Ludwigstein, Roßkopf und dem Hartberg. 6 Firmen und einen Vollerwerbslandwirt gibt es hier noch. Und genau zu dem will Hans-Jochen Gastrock jetzt. Hi ho! Hi ho! Hi ho! Wir sind vergnügt und froh! Denn echtes Landleben, das lernt man hier auf dem Schulbauernhof Hutzelberg. Eigentlich für Großstadtkinder dürfen heute die Kleinsten aus dem Dorf mal selber Hand anlegen. Wenn ihr zum Melken kommt, streicht ihr der Kuh über den Bauch und dann runter zum Euter. Und wenn ihr noch mal euch vorstellt, guck mal, wenn das die Zitze ist, dann nehmt ihr sie ganz in die Hand und schließt Daumen als erstes und dann den Zeigefinger darunter und noch den Mittelfinger. Uns ist ganz wichtig, dass sie dann auch eine Wertschätzung der Lebensmittel erfahren. Sodass es eine Kuh kein Steak auf 4 Beinen ist, sondern ein Lebewesen, das sehr persönlich ist und sehr eigen. Und das Melken? Läuft. Naturtalente eben. Also, ich finde es einfach schön, dass ich es jetzt weiß. Ich finde das schön, dass es auch Gelegenheiten gibt, wo Kinder dann jetzt noch ein bisschen von der Natur sehen können und auch Tiere. Von strammen Kuhwaden zu seidenweicher Eleganz. Bei den Seidenhühnern von Jens und Paul Siebold sollte Hans seinen Hühnerfangstock aber wieder wegstecken. Denn hier leben wahre Champions. Die Seidenhühner und ihre Besitzer, ausgezeichnet als Deutsche und Europameister. Ja, Besonderheiten sind halt die blaue Haut, die die haben. Die Federstruktur ist einzigartig. Die ist ähnlich wie beim V. Die haben keine Federhäkchen, das heißt, die Feder ist nicht geschlossen, sondern so aufgesplitzt. Und dadurch wirkt es wie Fell. Und die 5 Zehen halt, das ist auch nochmal eine Besonderheit von der Rasse. Das ist für mich ein Ausgleich zur Arbeit. Wenn ich den ganzen Tag 8 Stunden an der lauten Maschine stehe, dann komme ich hier runter und kann mal abschalten eine Stunde. Und was hat es denn nun mit den Stöcken auf sich? Ja, Stöcke sind nicht nur meine Leidenschaft, sondern auch meine Berufung. Herzlich willkommen bei der Firma Gastrock im schönen Oberrieden. Hier geht's ums perfekte Augenmaß. Denn eins muss ein Gehstock vor allem sein. Gerade. 6 Jahre ist dieser Haselnussstock gewachsen. Im Wasserdampf wird er geschmeidig gemacht. Nur so kann der Griff in der Metallschiene auf seine traditionelle Form gebogen werden. Jedes Jahr gehen rund 400.000 Stöcke und Stockteile in die ganze Welt. Hans-Jochen Gastrock ist damit einer der letzten in Deutschland. Das ist eigentlich mein Lebensinhalt. Ich bin damit aufgewachsen. Ich bin von Kindesbeinen an habe ich hier im Betrieb mit drin gesessen. Ich habe früher auf den Arbeitstischen gesessen als kleines Kind, habe da geholfen. Und da gab es irgendwie für mich gar keine andere Alternative, als das vom Vater zu übernehmen. Und so wird der Betrieb schon seit 150 Jahren weitergegeben. Die nächste Generation steht auch schon bereit. Sohn Peter wird irgendwann Nachfolger Nummer 6. Echte Handwerkskunst made in Oberrieden. Sie sind halt ein